Seit September hat der deutsche Leitindex gut 3.700 Punkte zugelegt und hat auch am Donnerstag schon wieder neue Höchststände des Jahres erreicht. Geht die Rallye also weiter? Darüber spreche ich jetzt mit Robert Halver von der Baader Bank, zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halver, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Koch. Herr Halver, der DAX tendiert jetzt schon wieder rund um neue Jahreshöchststände. Kann das so weitergehen? Und hat man jetzt so die Notenbankentscheidungen von letzter Woche und vielleicht auch so die Spannungen zwischen China und den USA erstmal abgehakt? Ja, es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite natürlich bröckeln die Krisen weiter. Das Zinsthema haben Sie angesprochen. Da hat ja Amerikas führende Notenbank, die Fed, ja doch durchaus angekündigt, auch in den letzten Tagen, dass dann im Sommer Schluss ist. Die EZB wird dann wenig später auch folgen. Das heißt also, die große Gefahr von Zinsen wird die Aktienmärkte so nicht mehr heimsuchen. Sie haben erwähnt, China eben auch. Ja, das ist natürlich ein Geplänkel. Das ist ein klassischer Konflikt USA-China. Da haben wir uns ja dann gewöhnt. Damit müssten wir uns ja arrangieren. Und das andere Thema eben, kann es so weitergehen von den Märkten? Es ist immer noch dieses Strohfeuer, gerade auch was Europa angeht. Wir waren ja die Kellerkinder im letzten Jahr. Das bricht jetzt auf. Diese großen Absicherungen, die viele europäische Anleger noch hatten, die werden gelöst. Das bringt den Markt noch nach oben. Und das zyklische Element läuft natürlich nach wie vor, weil man davon ausgeht, China macht auf und das dann für die Weltwirtschaft positiv, die Stimmung wird positiver. Anscheinend, wenn ich aus dem Fenster schaue, irgendwann kommt ja auch der Frühling. Die Verbraucher stellen fest, dass ihre Nebenkostenabrechnungen nicht so verheerend sind, wie sie sich dann eingeredet haben. All das hilft der Psychologie und dem Kaufverhalten. Von daher ist noch etwas drin. Aber auch das muss man sagen, die ganz einfachen Gewinne sind immer mehr gemacht. Man muss jetzt wirklich filigran daran arbeiten, welche Substanz hat das einzelne Unternehmen oder die Branche. Und wenn man das dann macht, dann wird man im Laufe des Jahres Spaß haben. Ich sage ja auch, in der ersten Jahreshälfte gibt es auch durchaus diese Frusttage. Die muss man aber nutzen, um dann die Lust in der zweiten Jahreshälfte dann auch zu verspüren. Ja, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehe ich zum einen auch Sonne, aber es liegt noch ein bisschen Eis auf dem Boden vom Schnee, den es Anfang der Woche gab. Schauen wir mal auf die aktuellen Ereignisse. Am Mittwoch ist der Internetdienstleister IONOS an die Börse gegangen, aufs Börsenparkett. Man hat die Aktie sowieso am unteren Ende erst einmal gepreist und die Aktie ging auch erstmal ins Minus. Also das Börsendebüt nicht ganz so erfolgreich. Ja, es liegt natürlich am Bereich Cloud Services. Wir haben das in Amerika gesehen. Da sieht man im Augenblick ja das Wachstum eher begrenzt. Das wird wieder etwas besser werden. Im Augenblick ist das begrenzt. Und man könnte es ja so sagen, wenn die großen US-Werte, die Großkopferten, wie man in Bayern sagen würde, wenn die natürlich dann im Augenblick mal eher in Mollstimmung sind, dann ist das natürlich für ein eher kleineres Unternehmen. Ist ja keine Beleidigung, ist ja eine Tatsache. Kann ja auch was daraus werden, auf jeden Fall in Zukunft. Aber im Augenblick wird man dann auch sagen, leider schauen wir mal genauer hin, da wollen wir mal abwarten, was sich daraus ergibt. Also das ist eben das, was aus Amerika kommt, das wird eben auch gespielt. Muss aber für die Zukunft nichts Negatives heißen, überhaupt nicht, weil sich ja die Technologie wird im Augenblick etwas neu sortieren und eine Schwäche kann auch wieder eine Stärke werden. Schauen wir noch auf eine aktuelle Unternehmensmeldung. Bayer bekommt einen neuen Chef und zwar schon zum 1. Juni. Es wird nämlich der Amerikaner Bill Anderson Werner Baumann beerben. Das ging jetzt doch schneller als erwartet. Ist das eine notwendige Entscheidung? Ja, der Baumann stand ja für die Umwandlung des Konzerns, der brave Bayer-Konzern, Aspirin-Konzern, hin auch zu einem großen internationalen Pharma- und auch Agrarkonzern, Chemiekonzern, kann man ja definitiv sagen. Ja, da soll es noch mehr Schmackes gegeben werden, dass ein Amerikaner geworden ist, wundert ja sicherlich nicht. Wir wissen ja auch, dass die Amerikaner große Anteilseigner bei Bayer sind. Das heißt, man wird noch stärker diesen internationalen Kurs fahren. Und ich hoffe allerdings, es wird so gemacht, dass Bayer niemals in die Versuchung kommt, übernommen zu werden. Darum geht es natürlich auch, dass man das verhindert. Und wenn übernommen wird, dass Bayer dann ein bisschen die Nase vorn hat. Aber wir wissen natürlich auch, dass Amerikaner gerne die großen Einheiten suchen. Und große Einheiten heißt ja leider dann auch oft genug, dass sie leider in Anführungszeichen, dass die Amerikaner hier die Nase vorn haben.
Grundsätzlich, das sage ich immer wieder, sollte der Ausverkauf der deutschen Industrie nicht so weitergehen. Würde aber auch bedeuten, dass eine deutsche Wirtschaftspolitik endlich kapiert, dass Wirtschaft wichtig ist und dass man, wenn man bitte Weltmeister sein möchte, dann Industrieweltmeister, nicht Moralweltmeister. Es gibt durch ChatGPT momentan einen regelrechten Hype um KI, also um künstliche Intelligenz. Werden wir bald auch den Anlageberater und den Börsenexperten nur noch als ChatGPT befragen? Also es wird nicht wie bei der Matrix laufen, dass wir alle quasi hinten ein Kabel im Kopf haben und dann fremdgesteuert sind. Das erwarte ich nicht. Aber KI ist natürlich definitiv eine Zukunftsvision. Wir wissen natürlich auch, künstliche Intelligenz ist wie alle anderen natürlich auch neuen Entwicklungen immer von verschiedenen Phasen begleitet. Zuerst traut man sich davor, dann ist jeder auf einmal KI-Experte, dann wird man zugespammt mit Informationen, dann werden die ETFs hochgefahren. Da will jeder mit dabei sein. Diese Phase ist aber nötig, um dann nachher über eine Flurbereinigung die höheren Weihen zu bekommen. So war auch der neue Markt, die Internetblase, offensichtlich nötig, um später auch Hightech und Internettechnologie auf einen tragfähigen Boden zu bringen. Für mich ist, glaube ich, wichtig, dass man jetzt in nächster Zeit sehen wird, da wird ein Riesenhype drauf. Den kann man durchaus auch mitnehmen. Da bietet sich durchaus ein Fonds oder ETF an. Aber die Anleger sollten auch wissen, es wird auch irgendwann die große Ernüchterung kommen, bevor dann die Phase der Stabilisierung, wenn die dann KI eben dann auch quasi sozusagen aus der Pubertät raus ist und dann stabiler ist, dann ist das auf jeden Fall eine veritable Größe. Künstliche Intelligenz, da sind wir erst am Anfang, aber wie gesagt, der Hype, der kommt jetzt, dann bricht es mal kurz zusammen und dann sind wir durch. Ja, das wäre auch so meine nächste Frage. Lohnen sich denn jetzt KI-Unternehmen? Einige sprechen ja davon, dass es so ein iPhone-Moment gibt, also eine komplette neue Revolution. Die Microsoft-Aktie ist auch sehr gut gelaufen. Sind das Unternehmen, die man auf dem Zettel haben sollte? Ja gut, wenn man damit anfängt und sagt, bei ChatGPT zum Beispiel, das haben wir, eine Plattform, die mir Liebesbriefe schreibt, also Goethe sozusagen, virtueller Art, wenn man sowas hat oder wenn man einen Bericht haben möchte, was weiß ich, warum ist es am Rhein so schön oder an der Isar oder an der Waterkant und mir wird da ein Bericht geliefert, ist das natürlich, wenn das die Anfänge, also muss jetzt mal etwas spaßeshalber zu formulieren. Ja, man sollte dabei sein. Deshalb, ich habe es eingangs genannt, wäre es sinnvoller, das durchaus mit größeren Vehikeln zu machen, ETFs und Fonds, weil da den einzelnen Wert rauszupicken, das soll man bitte machen, wenn man Spaß dran hat, klar. Aber dann haben sie natürlich ein größeres Risiko. Aber nochmal, zuerst wenn wir hier einen massiven Hype sehen, dann kommt die Beruhigung, die Flurbereinigung und dann sind wir durch. Dann ist längerfristig eine sehr attraktive Anlageform, die aber dann die Pioniergewinne nicht mehr hat. Aber ich glaube, die Anleger und unsere Zuschauer werden Ihnen jetzt Liebesbriefe in Reimform schicken. Mal gucken, was da ankommt. Aber Spaß beiseite, wie könnten Anleger sich denn jetzt zurzeit in diesem doch sehr optimistischen Marktumfeld aufstellen? Ja, wir wissen natürlich, das wird jetzt nicht im Schweinsgalopp so weitergehen. Es gibt auch Frustphasen, weil die Geldpolitik jetzt nicht unmittelbar ja liefern wird. Sie hat ja immer auch die harte Sprache, um mit dem Willen die Inflationserwartungen zu drücken, damit man über Zinserhöhungen nicht so viel machen muss. Umgekehrt, die Konjunktur wird auch uns noch enttäuschen. Die Berichtssaison ist ja da durchwachsen im Moment. Ja, wohl wissen aber, dass wenn China jetzt weiter aufmacht, die Zinserhöhungen ausbleiben, dann kommt natürlich wieder Schwung rein. Und ich erwarte auch, dass ja von den Wirtschaftswachstumsraten diesem Jahr, die werden peu à peu hochgenommen. Das wird kein Wirtschaftswunderjahr, da müssen wir nie drüber nachdenken. Ja, wir kriegen zwar blaue Augen, wir können aber noch gehen und unsere Hände bewegen. Und darauf kommt es an, dass man dann die Substanzwerte hat. Und für mich aber auch ganz klar, in der ersten Jahreshälfte, wenn es runtergeht, doch bitte wieder zukaufen und dann im zweiten Halbjahr gut aufgestellt zu sein. Ich glaube, es wird ein gutes Aktienjahr. Sagt Robert Halber von der Baader Bank, zugeschaltet aus Frankfurter Halber. Vielen Dank wieder für die aktuellen Einblicke in die Marktlage. Sehr, sehr. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.